Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single Ladies 19 aus der Nordermarsch vom Gülle ausbringen. Ich habe, beziehungsweise kurzer Real Talk, wir haben heute Vormittag wieder einen guten Morgen Livestream gehabt aus der Nordermarsch. Das heißt also, wenn ihr den nicht gesehen habt, lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuschauen, ne, in der Playlist vor dieser Folge hier. Und dort haben wir schon mal angefangen, so ein bisschen Gülle auszubringen und haben noch den Rotkohl in den Boden gepflanzt. Lohnt sich also auf jeden Fall, da mal kurz reinzuschauen, wer noch nicht hat. Und ich bin jetzt hier dabei, ich muss die Gülle reinbringen. Ich habe Hermann gestern Abend in dem Regen, hat er noch gegrubbert, geflücht. Das heißt, wir haben jetzt alle Felder soweit vorbereitet. Ich musste mir vom Nachbarn noch 79-20 leihen, dass wir den Rotkohl in den Boden bekommen. Weil ich habe ja nur den MB-Truck und damit war Hermann halt am Pflügen. Und wenn Hermann am Pflügen ist, kriege ich ja nicht gleichzeitig noch was im Boden. Der Rotkohl ist gepflanzt, hat jetzt noch nicht gekeimt. Ich hoffe, dass das für ihn nicht zu spät war. Wenn das jetzt zu spät war, dann ja, habe ich ein Problem, was das Geld angeht, also was quasi den Gewinn für den Rotkohl dann angeht, aber gut, okay, damit muss ich leben. Ich kann nun mal nicht auf alles immer Rücksicht nehmen, ne? Und ich sage ja, da Hermann ja hier voll die Scheiße gebaut hat, bin ich da ja viel zu spät dran mit allem. Deswegen hetze ich mich jetzt hier auch gerade ab. Gülle im Boden, danach muss ich mit der Scheibenegge drüber, danach muss ich aussehen, also heute habe ich so, ich weiß gar nicht, ich glaube, am heutigen Tag muss ich so 2 oder 3 Früchte in den Boden bringen. Ich komme gar nicht durch, okay? bedeutet also, ich habe noch ein bisschen Stress. Wir haben es jetzt 8 Uhr morgens. Ich habe um 6 angefangen mit Gülle fahren. Bin jetzt quasi auf dem zweiten Acker. Ich habe zuerst den Maisacker gemacht, weil der am weitesten weg war. Mache jetzt hier gerade den neben dem Nachbarshof, von dem ich die Gülle kaufe. Und werde dann noch auf, und ich habe noch einen Acker, da sind noch Kartoffeln drauf. Da werde ich Gülle drauf fahren und dann werde ich die mit der Scheibenegge unterarbeiten und dann ist das Thema auch durch. Und die beiden Höfe am Feld. Die beiden Felder am Hof, das eine ist ja schon gegrubbert und das andere ist ja hier, wie heißt das nochmal? Sag mal schnell. Das Ding, was man so macht mit diesem komischen Scharen. Flug. Ist geflücht. Von daher ist es halt, wir haben alles soweit vorbereitet. Es ist tatsächlich nur noch in Anführungszeichen so ein bisschen Restarbeit. Also quasi jetzt die Gülle ausbringen, dass wir schon mal die erste Ladung im Boden haben. Dann mit der Saatmaschine drauf. Beziehungsweise in dem Falle hier mit der Scheibenegge drauf. Und dann mit der Aussaat. Und dann ist das eigentlich, sind die Felder dann soweit vorbereitet. Wir könnten noch beigehen und könnten den ersten Grasschnitt noch machen. Wobei ich eher der Meinung bin, wir machen das Ganze im Sommer. Wir mähen die Wiese im Sommer und benutzen das dann gleich als, also machen Heu und verkaufen das Ganze. Da wir ja so kein Gras oder Heu brauchen. Ne, wir haben ja Schweine, dafür brauchen wir kein Gras oder Heu. Ich werde, beziehungsweise ich habe schon geguckt, wir brauchen Frischgras. Wir brauchen Gras oder Frischmais oder Kleesilage. Kleesilage können wir hier nicht machen. Wir können hier keinen Klee anpflanzen. Ist nicht schlimm. Da ich jetzt gesagt habe, wir machen das ganz einfach. Wir gehen bei und pflanzen Zuckerrüben. Da habe ich auch schon für ein Feld ausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob das hier war, das jetzt hier die 15? Oder war das am Hufenfeld? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, irgendwo wollten wir Zuckerrüben pflanzen. Und die Zuckerrüben bringen wir dann zur örtlichen Zuckerfabrik. Lassen daraus Kristallzucker machen. Und aus dem Kristallzucker kommt Melasse als Nebenprodukt raus. Und diese Melasse nehmen wir dann für die Tiere. Also die füttern wir dann an die Schweine.
dann kriegen die ein bisschen Melasse. Ich hatte vergessen, dass ich da ja eigentlich den Vertrag mit der Zuckerfabrik machen wollte. Für die Melasse. Und das ist mir wieder eingefallen. Ich muss nur noch mal vorbeifahren, dass wir da auch tatsächlich dann beigehen können. So, müssen wir mal kurz gucken. Wir fahren aus dem Hof hier raus. Dann fahren wir runter, fahren die erste Straße wieder rein und da ist unser Feld. Okay, machen wir die als nächstes. Dass hier Kartoffeln angezeigt werden, ignorieren. Das ist noch quasi Altlast. Das hat Hermann wieder nicht untergegrubbert, nicht untergearbeitet. Und dann fahren wir hier und hier. Genau, und dann haben wir auch alles, ne? Genau, das Feld habe ich. Das Feld habe ich mit Mineraldünger gemacht, bei der Aussaat. Das Feld hier habe ich jetzt gerade gemacht. Dann machen wir jetzt das und dann fahren wir auf die beiden Schläge. Das ist geflügt, fahren wir rüber, da können wir grubbern. Das hier ist gegrubbert, da kann ich dann direkt nach dem Pflügen aussehen. Hier soll Roggen drauf. Da kommt der Mais. Da haben wir Kohl. Hier wollte ich jetzt hier Zuckerrüben. Hier Raps. Und hier Kartoffeln. Nee, hier waren ja Kartoffeln. Das macht ja keinen Sinn. Hier Kartoffeln. Hier Kartoffeln. Da Zuckerrüben. Und hier Raps. Ja, so machen wir das. Dann werde ich wahrscheinlich wieder völlig durcheinander kommen, aber egal. Jedenfalls so ist der grobe Plan. Und nach der Aussaat mal gucken. Wie nach der Aussaat direkt nochmal rüberfahren mit Gülle. Oder ob ich ein bisschen warte und die Gülle dann ausbringe, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall jetzt erstmal überall Gülle rauf. So. Und im Frühjahr dann oder im Herbst dann, wenn wir abgeerntet haben, habe ich schon gesagt, haue ich Mist drauf, dass ich das dann entweder mit der Scheibenegge unterarbeite oder mit dem Pflug, dass wir da wieder was im Boden kriegen an Nährstoffen und dann mit der Scheibenegge rüber über eine Tiefenlockerer. Vielleicht muss ich auch irgendwo auf irgendeinem Feld mit dem Tiefenlockerer, das weiß ich noch nicht. Weil die Böden sind eigentlich schon recht verfestigt gewesen. Und da sollte sich Hermann eigentlich auch drum kümmern, dass die möglichst gut bearbeitet werden. Aber ich glaube, das hat er auch noch nicht. So, was habe ich gesagt? Gleich der nächste wieder rein. Richtung BGA, genau. Und dann, genau, da vorne ist der Acker. Das hier ist der Acker. Das habe ich natürlich nicht geguckt. Das da vorne sieht richtig aus. Oder ist das nur die Straße? Da ist nur die Straße. Okay, Moment mal ganz kurz. Kurz. Stopp. Wo ist hier? Ich muss mal gucken, wo sich hier meine Feldeinfahrt befindet. Weil ich mag es immer, über die Feldeinfahrten auf die Felder zu fahren und nicht einfach querfeld. Ist hier oben noch eine Straße gewesen? Ja, aber ich glaube nicht, dass da eine Zufahrt ist auf der kleinen Ecke. Nö. Wäre aber auch eine coole Zufahrt, so direkt über den Weg. Aber nee, wir machen die Zufahrt. Wenn, dann hier unten. Und zwar dort, wo ich jetzt bin. Ja, das macht Sinn. Oder macht das hier mehr Sinn? Eigentlich ist beides egal. Hier haben wir einen Graben, da wird das Ganze ein bisschen schwierig, wenn wir mal irgendwie einen Drescher oder sowas da hinstellen. Können natürlich auch von der Seite, von der BGA-Seite aus. Da könnte man Anbaugeräte auch bei der BGA stehen lassen. Jo, dann machen wir das doch von der BGA aus, nämlich hier. So, und so. Jetzt ziehen wir so eine Linie rein. Zack. Und wir ziehen hier mal eine Linie rein. Zack, und wir machen den weg. So.
Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen. Na, hier könnten wir auch mit. So. Ja, passt. Perfekt. Eine Feldeinfahrt fehlt, machen wir die einfach nach, ne? Ich fahre einfach rauf und runter. Ich glaube, das ist angenehmer. Jetzt muss ich aber kurz mal so das Ganze machen. Dass ich hier auch an den Rand komme, dass das auch passt. Die Kartoffeln, wie gesagt, das war halt, ne, die hätte er noch unterarbeiten, beziehungsweise hätte er die auch mal ernten können, ne? Sagen wir es mal so. Das Ganze soll so sein. Perfekt. Ist natürlich ungünstig, dass jetzt was auf dem Boden ist. So sieht das Ganze natürlich jetzt voll komisch aus, wenn du das hier kaputt fährst. Aber was willst du machen, ne? Wenn Hermann nicht auf die Idee kommt, die Kartoffeln vorher zu ernten, bevor wir jetzt hier, beziehungsweise alles noch vorzubereiten, ne? Ich hock hier und muss und mach und soll. Und der macht sich dann einen schönen Lenz, hätte ich jetzt fast gesagt. Während ich hier zusehen kann, wie ich meine Felder in irgendeiner Form noch bewirtschafte. Und die Kartoffeln wären gut gewesen. Die hätten wir richtig schön nutzen können. Das hätte uns richtig schön was gebracht. Aber gut, nein, er muss alles versauen. Er muss das alles machen lassen und hin und her. Und hast du nicht gesehen? Und ach. Komm, lassen wir das Thema. Da regen wir uns so wieder zu sehr drüber auf. Das wollen wir jetzt auch nicht. Machen das jetzt einmal hier richtig, einmal vernünftig. Fahren das Ganze mit Gülle voll. Dann hat sich das Thema. Was sollen wir da jetzt machen? Was sollen wir da jetzt großartig rummeckern, großartig nochmal wieder weiter diskutieren? Das macht keinen Sinn. Ich diskutiere eh mit ihm, sobald ich Luft habe. Ne? Sobald das alles hier durch ist, werde ich mich nochmal mit ihm, werde ich nochmal um den Pott setzen und dann nochmal richtig hier fragen, was er sich genau dabei gedacht hat, was da jetzt genau sein Gedanke war. Soll er mir das mal erklären zwischen Aussaat und Weiterbearbeitung? Kann er mir das Ganze mal in Ruhe erklären? Und wenn er da keine vernünftige Aussage zu treffen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß echt nicht. Ich sag ja, ich habe ihn ja gefühlt, hätte ich ihn schon fast vom Hof gejagt, ne? Aber Hermann ist halt auch schon so ewig dabei, ne? So, ich fahre jetzt mal die Bahn hier runter. Nicht so schnell. So, nur mal die nächste Fuhre. Und deswegen, also ich weiß ja auch nicht, was ich da jetzt genau machen soll. Ich muss da auch erstmal. Ich nutze die Zeit jetzt gerade quasi für die Feldarbeiten, um mir selber so ein bisschen Luft zu verschaffen, um durchatmen zu können, um dann eine Entscheidung zu treffen in Bezug auf ihn. Und dann gucken wir, wie die Entscheidung ausfällt, sagen wir es mal so. Ob zu seinen Gunsten oder gegen ihn, das wird sich dann entscheiden. So, dann werde ich nochmal Gülle nachholen, werde, denke ich mal, den Acker nochmal weiter bearbeiten. Aber für euch soll das für heute schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze hier anschaut. Und sage bis zum nächsten Mal.